So, Abend zusammen oder morgen, je nachdem, wenn man es nennen möchte. Nein, wir haben noch nicht morgen. Es ist halt abends. 23.11 Uhr ist es, um genauer zu sein. Ja, wir fahren jetzt raus mit dem LKW. Wir sind schon auf der Autobahn. Vorhin hat noch die Klee angerufen, mich gefragt. Also sie hat eine Nachricht hinterlassen, ich habe dann zurückgerufen. Und dann fragt sie so, ob ich es vergessen habe. Ich habe es nicht vergessen. Warum soll ich es vergessen haben? Tja, ich habe es nicht vergessen. Ich schwöre, dass ich es nicht vergessen habe. 23.01. ist ein schöner Tag. Nur leider bin ich nicht daheim. Dann ist natürlich, war sie ganz traurig. Ja, war sie ganz traurig. Ich versuche natürlich, dass ich am 23.01. daheim bin. Was ich natürlich nicht versprechen kann. Was ist eigentlich der 23.01.? Der 23.01. ist kein Feiertag. Für die normale Bevölkerung ist er eigentlich ein ganz stinknormaler Tag. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe im Kalender gar nicht nachgeguckt. Aber hoppala. Der Tag ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist Mittwoch. Das ist ein ganz normaler, stinknormaler Scheiß-Mittwoch für den normalen Bürger. Für mich nicht. Das war eine kleine Geburtstag. Da wird sie 12. Ja. Und gefragt, ob ich es vergessen habe. Ich habe es nicht vergessen. Es ist nur so, dass ich kann jetzt dem Kunden sagen, pass mal auf, meine Kleine hat am 23. Geburtstag, dann fahre ich nicht. Der Kunde reißt mir den Arsch auf. Da könnt ihr locker 40 dann da drin drehen. Das kann ich nicht machen. Tut mir leid. Ich versuche natürlich am Mittwoch zurückzukommen, aber das ist, glaube ich, nicht so möglich, wie sie sich das gerne will. Deswegen haben wir das Ganze vorgezogen. Wir waren heute schon unterwegs. Man kam die Nähten unsicher gemacht. Wir haben auf Deutsch gesagt, geplündert, was das Zeug hält, was die Kreditkarte ergibt. Haben wir eingekauft, wie die Weltmeister. Die Kleine hat auch was bekommen. Brauche ich ja jetzt nicht hier beitreten, das war ja eigentlich. Ja, und da ich ja nur mit diesem kleinen Stinker hier unterwegs bin, mit dem i3, mit meinem MacBook, habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal unterwegs bin, wenn ich schon mal unterwegs bin im Laden, ne, dann kaufe ich mir doch auch was Schönes und habe mir mal eben einen Computer gekauft, ein Notebook, großen. Jetzt kann ich, habe da alles schon installiert, ich habe noch ein was vergessen. Ein was habe ich total vergessen. Videocodex habe ich vergessen gehabt. Naja, mal schauen, wie viel Codex der abspielen kann oder wie viele Filme. Und wie viele nicht abspielbar sind. So viele Filme habe ich jetzt nicht dabei, aber eigentlich gar keinen. Nur das, was ich jetzt auf die Platte geknürt habe, mit knapp 100 GB. Ich habe da wirklich alles reingeknürt, was nicht nied- und nagelfest war. Fallout 3 ist jetzt drauf, komplett, mit allem drum und dran. 12 GB habe ich gespielt bei mir. Da sind aber auch Add-ons dabei. Ja. Sieht sehr schön, die Teile. Aber es ist bei weitem noch nicht alles, weil ich habe mal gesehen, einer hat 120 Add-ons drin. Da bin ich mit meinen 20, 25 Stück, die ich habe, noch Schlusslicht. Ja. Also wie gesagt, mal schauen, vielleicht Mittwoch. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt natürlich nicht so toll, ne? Ich fahre wieder mit Tempomat. So. Schön.
4 Stunden, 13 Minuten, Ankunft 3.30 Uhr, 327 Kilometer ist unsere erste Abladestelle, Ascheberg. Ist das? 143 Kilometer, glaube ich, bis Kirchheim oder bis, bis dann auf. Oder was auch immer der da jetzt gerade rechnet. 143 Kilometer. Mal gucken. Ich wollte eigentlich jetzt den Großen nehmen und den Kleinen daheim lassen. Aber habe mir gedacht, wenn da kein Kolix drauf sind, dann bringt mir das nichts. So viel Zeit habe ich jetzt auch nichts mehr. Wow, so viel Kolix habe ich jetzt auch mit drauf. Aber ich habe ja meine CDs dabei. Oh, schön. Siehst du, ich habe das vergessen. Jetzt habe ich was vergessen. Ich habe die CD vergessen. Scheiße, Mann. Lichtmaschine, natürlich, die Lichtmaschine. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Scheiße, ich müsste rumdrehen. Hey, was das jetzt schon wieder? Ah, nee, fahren wir weiter. Scheiß auf die CD, das ist mir wurscht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich kann auch ohne die CD legen. Das Spiel läuft auch so. Nehmen Sie beim nächsten Mal mit. Das ist jetzt hallo. Das ist kein Beinbruch. Wann komme ich denn dazu, Filme zu gucken? Ja. Also. MS Münster müsste das eigentlich, oder? Ist MS Münster? Ich will es gar nicht wissen eigentlich. Vetralon. Oder Vetralu? Das sieht man so scheiße schlecht. Ja. Wir wissen's. Wir haben's kapiert. Danke. Ja, ich weiß. Neuerdings kommt diese Fehlermeldung auch im 12. Gang. Das beunruhigt mich etwas. Normalerweise ist es im 11. Gang bei 1600 Umdrehungen. Ab 1600, 1600 Umdrehungen fängt die Lichtmaschine zu spinnen an. Warum? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriegt er zu viel Saft. Ich weiß es nicht. Oder sie kriegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Olpe, oder? OL müsste Olpe sein. Komm rein. Ich habe noch nicht schon gemacht. Also. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Cola, wo ich mir gekauft habe, auf dem Autohof in Erfurt, ne? Das Zeug kannst du nur saufen, wenn es eiskalt ist. Wenn das Zeug warm ist, kannst du die Brühe wegschütten. Dann schmeckt sowas von nichts gegen die Cola, aber die schmeckt beschissen auf Deutsch. Sie schmeckt wirklich beschissen. Ehrlich. Cola schmeckt schon beschissen.
Aber die Cola schmeckt genauso. Die kannst du wirklich nur trinken, wenn das Ding eisgekühlt ist. Nichts gegen die DDR-Cola, die ehemalige, aber das Ding kannst du in die Tonne trinken. Das ist ungenießbar. Und ich denke, Coca-Cola trinke ich schon in der. Und das Zeug, das schmeckt nur nach Zucker. Da magst du einen Schluck und hast den Zucker im Maul. Das ist nicht schön, geht. Mal in frische Luft reinlassen hier. Heizung anmachen. Die Spiegelheizung natürlich. Die andere Heizung läuft bereits. Oder? Läuft die? Und schau, da ist ein LKW, da Licht geht nicht. Jetzt wird er eingekesselt. So. Sascha. Boah. Das Teil ist wirklich. Wie soll ich sagen? Also irgendwie, ich weiß, das ist glatt oder minus 4 Grad. Wir schwimmen gerade über die Autobahn, mehr oder weniger. Das überholt mich halt endlich, oder? Der hat mich vorhin überholt bergauf. Das heißt, auf der Geraden ist er lahmarschig, aber bergauf ist er schneller als ich. Das heißt, ich brauche den gar nicht erst überholen, weil es sowieso jetzt erstmal bergab geht. Dann geht es wieder schön bergauf, dann hängt er mich ab. Dann ist es immer so. Und dir würde ich raten, auch Abstand zu korrigieren, weil sonst kann das ganz, 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 ganz böse enden mit uns beiden. Das war richtig böse. Naja. Jetzt kommen wir erst mal nach Bad Brückenau. Abfahrt, Bildflecken, das ganze Tralala. Kommt da. Ja, Bildflecken ist unten. Abfahrt, Bad Brückenau, dann kommt Bildflecken. Kreuzberg ist rechts drüben, schräg gegenüber.